Darüber liegt der Tempel des Prüfsteins von Quodasiel. Einige Mindergeister, die da rumschwirren und die tiefen Spinnen, die die Räume bewohnen. Quodasiel. Der hohe Priester ist Uramash Suel. Er strebt selbst nach der Herrschaft über Jarl Sogoth. Naja, er wird das nicht schaffen. Ist der zu schwach? Naja, er redet nach dem Mund und folgt. Er ist niemand, der anführt. Verstehe. Und darüber liegt der Algenteppich von Balana. Ja, sie sind schwach geworden. Die Bauern, die auf der Ebene darüber sitzen und Algen und Tang herbeiholen. Sie haben ihren Tempel ganz oben am Spalt errichtet. Zusammen mit ihren Quallengeistern. Algengeister? Ja. Algenweiden. Perlenbänke. Sie züchten all das, was nicht kämpfen kann, und stehen deshalb ganz unten in ihrer Kaste. Der Tempel wurde vor langer Zeit gebaut. Ich glaube, heute würden sie sich das nicht mehr trauen. Sie haben auch noch Zugang zum Rat. Aber da sagt der hohe Priester selbst nichts, sondern hört nur zu. Er ist zu feige. Sitzen alle hohen Priester im Rat? Ja. Sechs Ratsmitglieder. Und diese bestimmen über die Geschicke der Stadt. Sie beraten den Wur, ja. Der Wur entscheidet, nachdem der Rat getagt hat. Der Wur ist... Der Wur, der Herrscher. Ah. Mein Titel. Aktuell müsste es Vur Quornak sein. Er ist nach dem Tod von Fraggur, dem Bezwinger von Morodal, nachgefolgt. Oho. Ein mächtiger Mann, wenn er Morodal bezwungen hat. Fraggur hat ihn bezwungen. Quornak ist nur der Nachfolger nach dem Tod von Fraggur. Oh. Nun ist er also schwächer, würdet ihr sagen. Ja, er ist schwächer. Er hat dafür gesorgt, dass Krakon vergessen wird und wir auszogen. Ich verstehe. Habt ihr es nicht gemerkt? Dort unten Krakon war unser Gott der Krakonier. Aber ein Hohepriester gibt es dort nicht, keinen von Krakon. Shamashtu und Yonaho und Sholairak. Quodasiel, selbst Balana, aber kein Krakon. Nun, vielleicht ließe sich daran ja etwas ändern. Ich hoffe, aber ihr wart mit Shraknakuel gemein. Habt ihr Fremlar geborgen? Ich überlege, ob Rafim mir gesagt hat, wie der Speer heißt. Also, weiß ich das oder weiß ich das nicht? Das musst du Rafim fragen. Zumindest hast du ihn immer wieder. Du hast zumindest die Effort-Geweihte immer wieder murmeln hören von Frimlar. Okay, ja gut, dann weiß ich nichts davon. Nun, ich weiß nicht, was ist Frimlar? Der siebte Speer von Krakon. Sholairak wird. Vergesst es. Ja, nicht so wichtig. Eine weitere Frage. Ihr habt ja davon gesprochen, dass der Rat nun den Anführer der Stadt berät. Was ein Rat so tut, nicht wahr? Wie sind die Ratsmitglieder gegenüber Darion Paligan eingestellt? Wer ist auf seiner Seite? Wer ist vielleicht gegen ihn oder wankelmütig, beeinflussbar? Das weiß ich nicht. Wir haben die Stadt vor langer Zeit verlassen. Ich kann euch sagen, was,
Quartum, der Hohepriester von Balana, sagen wird. Seine Agenda ist das Überleben. Er wird sich neutral stellen und ganz am Ende sich auf die Seite der Übermacht stellen. Er hat keine eigenen Leistungen vorzuweisen. Auch wenn er sicherlich nicht will, dass Darion, Paligan und vor allem Morodal sich die Stadt einverleiben. Ich verstehe. Er ist also ein Fähnchen im Wind und ein Rädchen im Fluss, sagt man vielleicht eher bei euch, nicht wahr? Und wird so entscheiden, dass es nun deinem Überleben dienlich ist. Er ist wie eine Schnecke. Weich und köstlich. Ich verstehe. Nun, eine weitere Frage, die mich Abel mir gebeten hat zu stellen. Wie ist die Stadt militärisch aufgestellt? Wie ich bereits sagte, sie haben viele Einwohner. Aber sie haben Krakon vergessen. Viele können kriegen und kämpfen, aber nicht mit der richtigen Gottheit an ihrer Seite. Einige reiten Haie, gerade wenn sie Sholairak anbeten. Andere reiten auf Kraken, andere auf Seeschlangen. Nun, was schätzt ihr, wie viele davon wird es geben? Vielleicht 100 Krieger, 80 Haireiter, ein paar Wasserleichen, wie Seeschlangen und einige Dämonen. Nun, das klingt überschaubar. Nichtsdestotrotz nach einer gefährlichen Macht, mit der man rechnen muss. Oh, ich verstehe. Nun, zuletzt noch eine Frage, die Zulamin wichtig fand. Wie sieht es aus hinsichtlich von Interessen und unterschiedlichen Agenten, die verschiedene Strömungen innerhalb der Gesellschaft widerspiegeln? Wisst ihr dazu etwas? Gesellschaft? Es gibt keine Gesellschaft, es gibt eine Kaste. Was wollen die einzelnen Kasten denn? Die Bauern wollen überleben. Sie klammern sich an Balana. Aber kein stolzer Krieger tritt ihnen freiwillig bei. Sie pflegen die versklavten Zeliten und Risso. Ah, sie kümmern sich um die Haie. Oder um die Homeria. Nein. Bauern wollen nichts. Genauso wie die gemeinen Krakonier. Sie gehören weder zu der Priester- oder Kriegerkaste. Sie brüten in den düsteren Tanghainen und opfern dem einen oder anderen Gott, aber sie wollen nichts. Sie sind wertlos. Genauso wie die Bauern. Und was wollen die Priester? Das ist von Gott zu Gott unterschiedlich. Verstehe. Also ähnlich wie bei uns Menschen. Quornak versucht, seine Macht zu erhalten und auszubauen. Er steht im Schatten von Fragur. Romas, der hohe Priester von Shamashtu, er will den Willen der Grundmutter von Vurkraug zerfüllen. Der hohe Priester von Yonaho, er will auf der Gewinnerseite stehen. Gul-Yok-Yuk, verflucht sei sein Name. Nun, Sholairak, er will Vajat verteidigen gegen die äußeren Feinde. Wenn ihr ihn überzeugt, kann er euch wirklich helfen. Das klingt gut. Dann wissen wir, wer unser erster Anschwimmpartner ist. Ur-Mash-Suel, der Hohepriester von Quodaseel. Er ist, wie sagt man? Ich weiß nicht, wie man sagt, aber er ist die Opposition von Quornak. Das ist seine Aufgabe. Er wird sich am Ende immer auf die Seite der Gewinner stellen, aber er ist rituell an die Opposition gebunden. Er muss die Opposition einnehmen. Ich verstehe. Quornak vom Gegenteil überzeugen. Das Gegengewicht. Rituell, ja.
damit die Balance immer stimmt. Ja, das macht Sinn. Er braucht gute Argumente von euch, damit er eure Seite vertreten kann. Nun, auch da werden wir sicherlich die einen oder anderen haben. Vielleicht können wir auch ihn gewinnen. Ihr müsst ihn gewinnen. Ihr seid keine Ratsmitglieder. Ihr habt keine Stimme. Ihr seid nicht einmal Bauern. Oh, meine Stimme ist machtvoll. Unterschätzt sie nicht. Murpout. Nun, ich danke euch für eure Ratschläge. Die nächsten Zeiten werden hart, aber ich bin schon sehr gespannt, eure Heimat kennenzulernen. Versucht sie vom alten Glauben zu überzeugen. Krakon muss zurückkehren. So ist der Plan. Auf bald. Mögen euch die Fluten gewogen sein. Er steckt das Säckelchen mit dem Gold an seinen Gürtel und lässt sich dann mit wenigen Schwimmzügen wieder zurück auf seinen Hai treiben. Packt da mal zu und verschwindet in den Tiefen. Ja, ich würde meinen Kopf dann wieder aus dem Wasser rausziehen. Also ich habe ihn natürlich zwischenzeitlich immer wieder rausgezogen, um Luft zu holen. Und würde dann, weil ich als Spieler jetzt keine Lust habe, diese ganzen Namen nochmal zu wiederholen, den anderen von den Informationen berichten, die ich von ihm erhalten habe. Und natürlich auch die Befehle, die ich weitergegeben habe. Ja, genau. Also Wur ist der Titel eines Herrschers. Wur Kraug, das habt ihr schon kennengelernt. Das ist die Grund- oder die Leichmutter. Das ist diejenige Krötengottheit, die befreit worden ist auf Rulat. Wur Kvornak ist der Hohepriester von Galg'Zul und der aktuelle Herrscher von Jarl'Zugot. Dementsprechend, das ist die letzte Position, die dann entscheidet. Und die jeweiligen Hohepriester dann von Shamashtu, Yonaho, Sholairak, bei Lana und Quodasil könnte ich dann nochmal erwähnen, wenn es soweit wird und wenn ihr dann runtertaucht. Aber ich verstehe das jetzt richtig. Einen deren leibhaftigen Gottheiten ist jetzt auf dem Weg zu denen. Das ist schon korrekt, richtig? Zumindest wurde sie befreit, ja. Okay. Die Grundmutter. Genau, die Grund- oder die Leichmutter, das ist diejenige, die am tiefsten sitzt, meine ich. Ich muss gerade nochmal schauen. Genau, also man, neben das Fuchs. Ganz oben, oder? Nee, ihr hattet ja angefragt. Also es gibt zwei Tempel. Es gibt einmal Fuchs Jugot, das ist ganz unten. Das ist der Schluss, der Schlussstein von Fex. Fuchs Jugot. Und da ist kein Tempel, Fuchs Jugot. Die letzte Stufe, der Tempel der Grundmutter, das ist der, der dann die schwarzen Schatten wirft. Und ganz oben ist dann der Tempel, der Krakenpalast der Leichmutter. Also die hat zwei Tempel sogar. Genau. Da oben, also auf dem Krakenpalast der Leichmutter, da sitzt dann der Rat. Und da wird dann entschieden über das Volk von Vajat und von Jarl'Zugot. Und da ist der lebendige Krakenthron. Also die Krakenmutter oder die Leichmutter hat tatsächlich zwei Tempel. Einen ganz unten und einen ganz oben. Aber trotzdem nur einen Sitz im Rat. Genau. Okay, aber es ist jetzt, also zumindest aus deren Beschreibung würde ich das jetzt schon als Gott interpretieren, für die zumindest. Also nicht als mächtiges Wesen, sondern tatsächlich wie als würde Ronra neben mir herlaufen. Genau, und die wurde jetzt befreit. Die wurde jetzt in einem Ritual vor wenigen Wochen, wurde die jetzt befreit in Rulat und die ist dann demnächst sicherlich auf dem Weg nach Jarl'Zugot. Ich meine, unsere Chancen sind nicht gut, aber wir könnten versuchen, das vorzubereiten und ihnen sagen, dass sie halt nicht befreit wurde, sondern von denen versklavt wird. Ja, das wäre auch so mein Ansatz. Ansonsten, ich glaube, den einen können, aber wir besprechen das, glaube ich, dann gleich noch mal in der Kapitänskajüte. Das sind auf jeden Fall eine ganze Menge Namen. Das ich bin auch ein bisschen verwirrt. Ja, das ist aber auch okay, aber lieber jetzt oben und dann auch nochmal eine zweite Frage stellen, meinetwegen auch an Schrakner Kuhl, der ja unter eurem Deck noch sitzt.
Aber ihr könnt auf alle Fälle dann wieder Boltax den Kopf trocknen und dann wieder in eure Kapitänskajüte steigen, damit ihr dann unter euch reden könnt. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch irgendwelche anderen Priester, Geweihte mitnehmen. Die hier sind Geweihte eventuell, um das einzuordnen. Definitiv. Ja, gerne auch Ephanora und Havulgar. Die richtige Ephanora, ja. Okay, alles klar. Ich würde mal rufen, der soll mal an der Seite vom Boot hochklettern. Ja, alles klar, kannst du ihm dann auch sagen. Und dann wird er, wie gesagt, an der Außenseite an der Holzwand hochklettern und dann wieder durchs Fenster einsteigen. Anders, als es die Geister getan haben, aber auch dann steht er in deiner Kapitänskajüte. Ja, Zulamin breitet erstmal einen großen Bogen Papier auf dem Tisch aus und versucht dann diese ganzen Informationen, die Boltax mit zurückgebracht hat, zu ordnen. Also vielleicht auch so mit einer Zeichnung in der Mitte mit verschiedenen Schichten und was jetzt wo ist. Also es ist wie ein Trichter aufgebaut, das hatte ich ja schon gesagt. Und ganz unten ist der Tempel der Grundmutter. Naja, eigentlich ist dieses Fuchsjogott-Ding ganz unten. Aber darüber ist dieser Grundmutter-Tempel. Dann ist aber auch noch einer oben. Das ist ein bisschen verwirrend. Und ich glaube, je nachdem, wie weit etwas oben oder unten ist, desto wichtiger ist es in der Hierarchie. Denn die Bauern sind ansonsten ganz oben. Und die sind nicht so wichtig. Ja, das hast du jetzt schon mehrmals wiederholt. Das ist sicher die Meinung von unserem werten Heilreiter. Aber ja. Dass die Bauern nicht wichtig sind, haben schon viele gedacht. Die Bauern haben keine Macht, aber die Bauern sind viele. Vielleicht sollten wir sie nicht völlig vernachlässigen. Nein, in der Tat. Ich habe nur das wiedergegeben, was gesagt worden ist. Es ist nicht unbedingt meine Meinung. Ich nehme an, wenn sie weit oben sind, sind sie sehr exponiert und gefährdeter. In der Tat. Die tieferen Schichten. Andererseits, du hattest gesagt, dass auch dieser Tempel, wo der Rat tagt, ganz oben wäre. Ja, mit diesem Krakenthron. So, wir können das gerade nochmal ordnen. Ich habe euch die Token gegeben. Ich rede jetzt von unten nach oben. Also ganz unten ist, wie gesagt, die Leichenmutter oder die Grundmutter. Dann kommt Shamashtu. Dann kommt Yonaho, dann kommt die Halle der Haie mit Cholairak, Quodasil und Balana. Wissen wir irgendwas über diesen Quodasil? Quodasil ist zumindest ein Froschgötze oder Froschgott. Okay, ich kann mir leichter merken, hier ist Seeschlange, da ist Hai, da ist Frosch. Okay, ja, also genau, deswegen sage ich das nochmal. Jeder der Gottheiten hat ja irgendwie ein Tier, was ihm zugeordnet werden kann, also Seeschlange oder Hai gleich Cholairak. Balana ist, im Prinzip ist das, nee, da müsst ihr mir vorher eine Götter- und Kulte-Probe geben. Okay. Alles klar. Götter und Kulte. Sagen, beginnen, eben drauf. Okay, ich frag mal eben, ist meine Reihenfolge Shamashtu, dann Cholairak und wo kommt Yohona dann? Danach oder Yonaho. Noch dazwischen? Yonaho dazwischen oder danach? So, ich sag es euch gleich nochmal. Shamashtu, Yonaho, Cholairak, Quodasil, Balana. Okay. Ich hab die jetzt die Jungs mal so von geordnet. Von wichtig nach unwichtig. Und wer war dieser Gulyu Gok? Gulyu Gok war der Vorsteher der Tempel des Yonaho. Ah, okay. Oh, da hat aber jemand schnell mitgeschrieben. Ja. Gulyok Yuk, Hohepriester von Yonaho. Der hier. So, und da sehe ich 15 Sternchen, 23 Sternchen. 15 hätten mir gereicht. Balana, so mit der Beschreibung, was Boltax jetzt wiedergeben kann, mit Algen und Pflege und Bauern, das ist Pereine. Oh, wie schön. Ein vertrautes Gesicht. Das einzige, ja. Was Krakon kennen wir doch auch.
Der gibt es zwar momentan da nicht. Genau, Krakon ist Core, aber den gibt's aktuell nicht mehr. Der wurde vergessen. Daran wollen wir ja was ändern. Nun, wir haben, wie es aussieht, insgesamt 6 einflussreiche Tempelvorsteher, nicht wahr? Genau, und nur Kvornak ist ganz unten, beziehungsweise ganz oben. Der hat ja 2 Tempel. Ja. Aber es sind 6, die im Rat sitzen. Das heißt, wenn wir 4 von den Ratsmitgliedern von unserer Sache überzeugen, sollte das... Nun ja. Sollte für uns gut sein. Das dürfte ausreichen. Und dieser eine muss immer anderer Meinung sein als der Herrscher, ob es ihm gefällt oder nicht. Dann müssen wir uns gut überlegen, ob es für uns wichtiger ist, den Herrscher auf unserer Seite zu haben oder seinen Gegenpol. Das ist eine gute Frage. Naja, also ich glaube, 4 von ihnen zu überzeugen, wird fast unmöglich sein. Nun, wir müssen sie ja nicht rein mit Argumenten überzeugen. Den einen könnten wir überzeugen, wenn wir eine Seeschlange besiegen. Naja, ich bin mir nicht sicher, ob das für Außenseiter auch gilt. Doch, so wurde es mir gesagt. Das hat der Highlighter genauso gesagt. Und das überzeugte wen? Den Seeschlangenhohepriester oder den Haihohepriester? Oh, da habe ich nicht genau aufgepasst. Ich glaube, das wäre der Haihohepriester, wenn wir die Seeschlange schlagen. Es könnte durchaus bedeuten, dass wir es uns dann mit dem anderen gleichzeitig verscherzen. Ich bin nicht sicher, wie sie mit ihren heiligen Tieren umgehen. Nicht, wenn wir es geschickt anstellen. Schragnakul wird Rafim eine Hand auf die Schulter legen. Ihr solltet vielleicht doch wissen, Mörbhäute, dass Kvornak und Kuljokjok aus dem gleichen Leichen stammen. Und das macht welchen Unterschied? Oh, rivalisierende Brüder. Ich bin nicht sicher, ob sie so eine brüderliche Wandschaft überhaupt kennen. Abelmir, jeder kennt so eine brüderliche Verwandtschaft. Es ist nun, bei den Äxten gibt es auch dasselbe Gelege, aber sie betrachten sie nicht als Brüder. Du vergleichst uns mit Äxten! Nun, die Schlussfolgerung liegt doch ziemlich nah, oder? Abelmir, wie rüde von dir. Entschuldigt vielmals. Niemand hatte also vor, euch mit Äxten zu vergleichen. Also wirklich, ich entschuldige mich im Namen aller hier. Oh, Äxten. Also, betrachtet ihr ihn als Bruder oder aus eurem Gelege oder nicht? Laich! Der gleiche Laich! Der gleiche Laich.